Was kann jetzt jeder Einzelne dafür tun? Was können wir ändern, damit Lebensmittel eine höhere Wertschätzung erfahren? Ehrliches Essen ist hier einfach die Antwort. Zunächst die Bestandsaufnahme. Mehr als 170.000 verschiedene Lebensmittel stehen bei uns in den Regalen. Sie sind zu jeder Zeit verfügbar. Und der ganz überwiegende Teil ist für alle Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlbar. Für manche meinen sie vielleicht auch zu günstig. Gleichzeitig kostet die Verschwendung nebenbei auch noch etwas Geld. In einer 4-Personen-Haushalt sprechen wir in einer Größenordnung von 940 Euro pro Jahr. Das ist Geld, das wir sparen könnten oder, ja, vielleicht auch anderweitig besser einsetzen könnten. Zwei Drittel der Lebensmittelabfälle sind nämlich in den Privathaushalten auch vermeidbar, ganz besonders bei Obst und Gemüse und bei Brot. Gestehen wir uns das ein und treten der Verschwendung auch gemeinsam gegenüber, und das gehört für mich eben auch zu ehrlichen Essen. Was sagen wir denn denen, wir in Deutschland, die Gemeinde, wir in Deutschland können es doch leisten? Ihnen sage ich, meine Damen und Herren, am Ende der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts haben mehr Menschen Hunger gelitten als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. 1 Milliarde Menschen haben nicht ausreichend zu essen. Und unser Umgang mit Lebensmitteln hier in Deutschland spielt tatsächlich die Menschen in Afrika eine entscheidende Rolle. Denn der Markt für viele Lebensmittel ist heute eben auch ein globaler. Ein Beispiel: Was passiert, wenn ein Rinderbraten, Gulasch oder Brot bei uns in den Müll wandert? In einem Kilo Rindfleisch stecken 15.000 Liter Wasser. Es wurden Treibhausgase produziert, es wurde Energiefuttermittel und Dünger verbraucht, viele Produktionsschritte finden nicht bei uns statt, sie finden auch in anderen Teilen dieser Welt statt und die genannten Ressourcen sind endlich ein Teil des weltweiten Handels. Meine Damen und Herren, wir suggerieren mit diesem Wegwerfverhalten eine Nachfrage, die tatsächlich gar nicht besteht. Die erhöhte Nachfrage führt dann eben zu erhöhten Preisen weltweit. Und gut kann man sagen, bei 11% in unserer Konsumausgaben ist das vielleicht noch nicht das Problem. In Schwellenländern sind es 50% und in Entwicklungsländern wie in Äthiopien, wo ich vor kurzem war, beträgt es 75% der Lebenshaltungskosten. Und da, meine Damen und Herren, sind Preiserhöhungen dann nicht mehr erträglich.